MG Barbecues, Big Mac, ihr habt Bock, so einen zu machen, dann würde ich sagen, bleibt ihr jetzt dran. Hallo, ich bräuchte einen Big Mac. Einen? Ja. Ja, gerne. Und einen Cheeseburger. Das wäre alles. Vielen Dank, fahren Sie bitte ganz vor. Dankeschön. Was kostet er? 4,49 kostet er. Dankeschön. Und da ist er. Unsere Bestellung und los geht's. Wir haben euch am Sonntag versprochen, wir machen nicht nur eine Big Mac Soße, sondern wir machen einen Big Mac. Aber wir können euch ja viel erzählen und wir brauchten auch eine schöne, geile Vorlage. Drum waren wir bei McDonald's, ihr habt es gesehen, schöner Fahrtweg, bestellt eine absolut freundliche McDonald's-Mitarbeiterin. Vielen Dank dafür, aber hier ist das geile Teil und das holen wir jetzt raus. Schau mal, McDonald's ist ja immer zu viel Müll. Oh, okay, das tue ich mal raus, das ist vom Cheeseburger unterm Fahren, natürlich ein Cheeseburger gemampft. Aber guckt hier, schönen Tüten und da kommt er raus, der schöne Big Mac. Und hier machen wir auf, der schöne Big Mac. Ich mache jetzt, eigentlich müssen wir so einen Engelsound machen. Und hier ist er, der Big Mac. Ich glaube, viele haben schon einen Big Mac gesehen. Die holen jetzt einfach mal raus. Er ist schön lauwarm, so wie er sein muss. Und jetzt gucken wir mal gemeinsam rein. Mega, oder? Hier schön angetoastet. Hier haben wir Fleisch. Und warum packen wir den auseinander? Weil wir wissen wollen, wie viel Gramm Fleisch in so einem Big Mac drin ist. Und jetzt würde ich sagen, Waage her. Die steht jetzt hier. Ich drehe sie so rum hin für euch. Mach sie an und wiege jetzt einfach mal, wie viel Fleisch ein Patty hat. Ganze 31 Gramm nach dem Grillen. Und da wir zwei Scheiben haben, rechnen wir einfach mal zweimal. Die andere holen wir jetzt nicht runter, weil da ist der Cheddar unten drin. 31 Gramm, haben wir zwei Scheiben, dann sind wir bei 62 Gramm Fleisch. Wahnsinn. Aber er schmeckt halt einfach geil. Wie man hier sieht, Eisbergsalat, salzige Gurken, salzig eingelegte Gurken, die schöne Big Mac Soße. Dann klappen wir runter, dann kommt hier, bin ein bisschen enttäuscht, ich dachte mal oben ist auch ein Cheddar, wusste jetzt nicht mehr ganz genau, aber ist so. Hier unten nochmal schöner Patty, festgeklebt. Mit Cheddar-Käse, da unten kommen noch mal ein paar Zwiebeln dazu und ein bisschen Eisbergsalat und Soße. Jetzt klappen wir das Ganze wieder zu, würde ich sagen. Klappen das wieder da drauf, packen das wieder drauf. Und jetzt mache ich das, was eigentlich geil ist, bevor er richtig kalt wird. Man kann sagen, was man will oder man kann schimpfen über McDonald's, aber wir sind uns ehrlich, die meisten gehen gern hin. Nicht umsonst macht er Milliardenumsatz. Also reinbeißen, es tropft. Es schmeckt halt schon einfach geil. Mein Hintermann muss ja auch reinbeißen. Man kann einfach nicht sagen, Big Mac schmeckt einfach geil, oder? Sehe aus wie Sau? Oder geht's? Alles gut. Alles gut. Aber ich würde sagen, 62 Gramm Hackfleisch toppen wir. Wir machen jetzt keinen mega fetten Big Mac, sondern wir machen einen Big Mac, der wo richtig geil schmeckt, mit einer geilen Soße und wo man hoffentlich auch so schön reinbeißen kann mit denen, weil das macht es ja eigentlich aus. Handlich, schnell gegessen, mega. Würde jetzt sagen, jetzt kommen die Zutaten für euch. Jetzt haben wir hier die Zutaten, was wir für unseren Big Mac nehmen. Wir wollen jetzt nicht komplett verändern, weil wir wollen ja einen Big Mac machen. Wir wollen ja nur in geil machen. Der andere von McDonald's schmeckt ja schon geil, nicht umsonst würde ich ihn immer essen, aber ich finde einfach, ein selber gemachter Big Mac ist 10-mal billiger. Und schmeckt einfach genauso geil. Die Zutaten sind ein bisschen Eisbergsalat, zwei Cheddar-Scheiben. Wir entscheiden uns vielleicht später noch, vielleicht kommen noch ein, zwei mehr drauf, wie es halt einfach geil ausschaut. Aber hier haben wir jetzt zwei. Ein bisschen Zwiebel, rote, richtig fein geschnitten. Salz, Gurken, also in Salz eingelegte Gurken. Keine Gewürzgurken, sondern in Salz eingelegte Gurken. Die könnt ihr so nicht essen. Also ich weiß nicht, wer das so mag, aber es geht so. Dann haben wir Gewürze, nehmen wir nur Salz und ein bisschen Pfeffer. Und an Soße haben wir unsere eigene Big Mac Soße. Wer die noch nicht gesehen hat, am Sonntag drauf kam die. Ich weiß gar nicht, warum ich nach hinten zeige. Aber wir werden sie hier verlinken oder unten in der Infobox einfach draufklicken. Und ihr kommt zu einer richtig geilen Big Mac Soße. Dann haben wir 100% Rinderhackfleisch, weil ein Big Mac besteht aus Rinderhackfleisch. Und was haben wir noch? Einen richtig geilen Brioche-Bun. Entschuldigt hier an dieser Stelle, es ist kein Weizenbun, wie es normal wäre.
mit Sesam drauf, aber in richtig geilem Brioche-Bun, wenn richtig fluff, ist richtig stabil und schmeckt richtig geil. Von daher würde ich sagen, wir fangen jetzt an, erstmal unser Hackfleisch zu würzen, mit Salz und Pfeffer ein bisschen was und zu formen. Und natürlich, Hackfleisch wird ab jetzt bei uns immer mit Liebe geformt. Peace. Okay, jetzt würde ich sagen, genug geknetet, vom Salzgehalt und vom Pfeffergehalt reicht es auf die Seite. Und was muss jetzt herkommen? Unsere Waage, ich stelle sie hier rum, total fettige Finger, tut mir echt leid, aber muss so sein. Und jetzt wiegen wir mal. Das wären jetzt 417 Gramm, das ist absolut zu viel, muss man ehrlich sagen, weil das Ding kriegt keiner mehr in den Mund rein. Ich würde sagen, wir streben so 200 Gramm an, 240 Gramm, einfach jetzt nehmen wir mal ein Stück runter. 241 Gramm, sagen wir 240 Gramm, dann wird jeder Burger 120 Gramm schwer. Finde ich geil, mit dem Braten wird dann natürlich nur weniger, aber jetzt würde ich sagen, wir werden das alles auf die Seite stellen und formen. Wir wiegen jetzt noch aus 120 Gramm pro Ding und dann geht es ans Pattyformen. Wir machen es mit Hand. Okay, ich habe jetzt aus jedem 120 Gramm gemacht und eine Kugel. Warum eine Kugel? Da können wir es schön blatt drücken. Hier unser Bun. Unser Brioche-Bun, ein Big Mac, besteht aus mehreren Teilen. Von daher haben wir ein schönes Stück rausgeschnitten in der Mitte. Schaut euch das mal an. Hey, mega. Also ich muss einfach mal, guckt mal diesen geilen Brioche-Bun an. Schaut euch das an. Flop. Richtig geile Bun. Innen richtig fluffig. Wenn ihr wollt, dass wir ein Video drüber machen, dann postet es einfach in die Kommentare, weil das Rezept hat, glaube ich, noch keiner so gesehen. Aber egal. Mega geil. Und vom Duft ein Traum. Aber wir schauen jetzt, dass unsere Patties ein bisschen größer sind wie der Bun. Warum? Die ziehen sich einfach zusammen. Da kann jetzt jeder sagen, beim hochwertigen Metzger ziehen sie sich nicht zusammen. Ich habe nur kein Hackfleisch erlebt, wo sich nicht zusammenzieht. Also ein bisschen größer machen und das werden wir jetzt tun. Darum machen wir den Bun. Hier haben wir unser Patty. Dann drücken wir den einfach schön gleichmäßig platt. Und ich würde sagen, die Größe ist genau perfekt. Viele würden sagen, der ist viel zu dünn. Aber ja, wir wollen einen Big Mac machen, wo man später einfach nur reinbeißen kann. Und wenn man jetzt noch der zweite Patty dazu denkt, hat der Fleischanteil eine Schicht richtig schöne Breite. Also von daher, nächste. Und wenn wir die dann haben, dann kommen sie auf den Grill und auf das freue ich mich. So, unser Patty hat jetzt innen einen richtig schönen Rosa an den Kern. Den wollen wir natürlich erhalten. Drum kommt jetzt unser Cheddar gleich drauf. Wir machen oben und unten eine Scheibe, drehen das ein bisschen weg, aber nur ein bisschen und lassen es schön anschmelzen, nicht komplett schmelzen lassen, anschmelzen reicht. Unsere Patties sind jetzt fast oder sind gleich fertig und jetzt fangen wir unser Brot oder unsere Buns an zum Anrösten. Jetzt heißt es nicht mehr weglaufen, weil die verbrennen relativ schnell, da bleiben und kontrollieren. Jetzt gucken wir mal vorne rein. Fluffig, ich muss immer wieder sagen, können wir auf der Seite, heiß ist auf jeden Fall. Da gucken wir, jo, wir sind schon auf der Zielgeraden, er ist oben schon schön warm. So würde ich sagen, so ist perfekt. Bei dem genauso, mega. Und da genauso. Jetzt holen wir es runter und fangen schon mal an, langsam zum Belegen. Was war auf dem Unterteil drauf? Genau, ein bisschen Soße von unserer Soße. Wer sie noch nicht kennt oder noch nicht nachgemacht hat, unten in der Infobox. Richtig schön Soße drauf. Dann ein bisschen Zwiebeln. So viel ihr wollt eigentlich. Ich denke, das reicht. In der Soße sind auch schon ein paar Zwiebeln drin. Ein bisschen Eisbergsalat. Vom Gordon mit Liebe geschnitten. Und ich würde sagen, der sieht schon fast aus wie das Original. Geben wir zu, wir können das Original nicht mehr zeigen, weil ist schon im Wams. Und jetzt kommt unser Patty drauf mit Cheddar-Käse. Okay, dann kommt unser Patty drauf.
sehr geil. Jetzt kommt unser Mittelteil. Und man merkt jetzt schon, das wird auf jeden Fall groß. Jetzt kommt auf den Deckel noch ein bisschen Soße. Jetzt kommt noch ein zweiter Patty. Was kommt noch auf dem zweiten Patty? Noch ein bisschen Eisbergsalat. Ich mag schon, ich habe versprochen, man kann reinbeißen, aber wird, glaube ich, doch schwierig. Also nicht umsonst macht McDonald's die so klein. Und jetzt haben wir MG Barbecues Big Mac für euch. Guckt euch das an. Und wir müssen ja den ultimative Test machen. Passt unser Big Mac wieder in die Big Mac Schachtel? Weil vielleicht können wir ihn ja im McDonald's zurückbringen. Naja. Ja. Wir kriegen ihn zu. Das war der Deal. Er darf wieder in die Schachtel. Und wenn man ihn aufmacht, fatz, sprengt's ihn raus. Da kommt er raus. MG Barbecue's Big Mac. Ich hole ihn jetzt aber wieder raus. Schneiden an. Und sag Gordon vor die Kamera. Okay, für den Gordon ist er auseinandergefallen. Kein Problem. Bauen wir wieder zusammen. Schaut euch den an. Big Mac für euch. Ich würde sagen, Gordon kommt vor die Kamera und dann wird probiert. Hier brennt die Feuerplatte. Gordon ist vor der Kamera mit jetzt gleich ein Big Man-Tan, pass auf, der bricht sonst auseinander. Der ist mordsmäßig groß. Ja, ich dachte, er wird nicht so groß, aber das Hackfleisch hat es jetzt nicht nur mega zusammengezogen, ging eigentlich. Guten, das wird eine Maussperre, Anaconda-Modus an. Sehr geil. Oder? Die Soße ist der Hammer. Okay. Oder? Mhm. Das schmeckt wie ein Big Mac. Aber auch der Bun ist sehr geil, muss man echt sagen. Ja, der ist mega. Wenn ihr wollt, wir drehen euch das Rezept ab, kein Problem. Aber schnell gemacht, richtig viel Fleisch. Warum tut McDonald's so wenig Fleisch drauf? Sind wir uns ehrlich, das Ding kriegt ihr nicht mehr mit einem Haps im Mund. Das wird eine Riesensauerei. Von daher aber geschmacklich geil. Ne? Und viel, viel saftiger. Ja. Ich mag den Big Mac echt total gern. Aber ich finde ihn grundsätzlich immer ein bisschen trocken. Ja. Ja, weil da grundsätzlich, ihr habt es gesehen, nur unten eigentlich Soße drauf ist, ein bisschen Salat, Zwiebeln und dann sind bloß die Beilagen, Patties und Käse. Aber der da ist ratzfatz gemacht und schmeckt wie ein Big Mac, nur in geil. Ja. Wollt ihr mehr solche Videos sehen, dann würde ich sagen, folgt uns auf jeden Fall. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag kommt ein neues Video von uns. Definitiv. Ja, und ich würde sagen, wir sind endlich mal wieder so weit, um zu sagen, mach's mit! Macht's nach! Macht's besser! Das wird schwierig. Definitiv. Und wir sehen uns diese Woche am Sonntag wieder. Um 12 Uhr kommt wieder ein geiles Video. Und zwar, wenn's wieder heißt, MG Barbecue! Mega, gell?